Ich bin Überlebender des Angriffs auf Dresden. Ich habe das Ende der Nazizeit erlebt. Ich habe die Anfänge der Republik miterlebt. Habe gedacht, verdammt nochmal, du musst mitwirken, dass hier eine Demokratie entsteht. Ich war immer politisch interessiert, hier schon in Köln an der Universität bin ich in die liberale Hochschulgruppe eingetreten. Es hat mich irgendwas immer in der Politik getrieben und gehalten, bis viele Jahrzehnte lang. Also ich war überzeugter und bin überzeugter Marktwirtschaftler, aber Röpke hat ein Buch geschrieben, Jenseits von Angebot und Nachfrage heißt das. Und das hat mich schon geprägt, dass es neben dem Markt eben noch etwas anderes gibt, die Gesellschaft und die gesellschaftliche Verantwortung, die wir spüren. Und die CDU war sehr klerikal noch, also hier trat für die Konfessionsschule ein, die wir bekämpft haben. Also es blieb die FDP nur übrig und die war auch nicht schön. Nicht? Die war hier durchsetzt mit autoritären Strukturen, alten Nazi-Strukturen. Es war nicht hier unbedingt die FDP von Delahoyz und Blücher, sondern es war eine andere. Wir haben sie dann verändert.